Oh, da sind wir wieder bei Let's Play Hype the Time Quest. So, weiter geht's hier. Ach so, hä, die Kisten sind wieder. Wow, Fliegkiste! Fass. Fass, verdammt. Nicht Kiste. War ich da hinten schon in dem Ding jetzt drin? In dem Häuschen? Ich weiß es nicht. Ich guck einfach mal vorbei. Gut, hier ist nichts. Also nach hier oben. Und aus dem Dorf darüber gehen. Ich frag mich nur, wo die genächtigt haben, als dieser Bereich noch nicht stand. Alle bei Charon mit dem Bett. Dididil. Oder so ähnlich. Ich mal mir da nichts aus. Dididil. Ach, verdammt! Die Fledermäuse sind wieder. Stimmt ja. Ah! Muss weg hier, muss wieder weg hier. Aber das wusste ich. Wenn man den treffen könnte. Ach verdammt, ich muss zwei Geister hier besiegen. Aber nur damit ich die Bienen an die Bienennester komme. Ansonsten kann ich die immer umgehen. Weil hier waren irgendwo welche. Ich bin mir sowas von sicher. Bitte was? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ha! Da war irgendwie eins. War hier nicht noch ein zweites? Na gut, ist mir auch egal. Was steht da? Monitum Publicum. Der Rat der Mönche betrachtet König Taskan III. Als seinen Verbündeten im Streben nach Frieden. Deshalb befürworten die Mönche die Anwesenheit königlicher Ritter im Kloster. Sie sollen unsere Tempelritter im Falle eines Überraschungsangriffes des Feindes verstärken. Und das für die Dauer des Bürgerkrieges. Was? Ich kann da nicht rein? Jetzt kommt eh das Geilste. Los. Baumdinger, Baumstämme, die aus mir fallen. FTW. Ja. Das macht doch eine Freude. Ah, gut. Ich treff's von hier nicht. Lol. Zack. Guck mal, unsere Freunde, die Skelette, sind auch nach langer Zeit mal wieder da. Aber die sind genauso schwach wie vor Ewigkeiten. Also die sind nicht stärker geworden. Zack. 6. 3 Stück mussten hier noch auf dem Weg sein. Gut, ich habe hier auch irgendwo noch eine Liste, die ich selbst erstellt habe.
habe ich sogar bei einer Spiele Sheet-Seite da mal eingetragen damals. Also sollte irgendwer zu Hype the Time of Chris was finden mit dem Namen von dem Ersteller Miguel Christiansen oder Miguel16 oder MK, das bin ich. Wo ist denn das vorerst letzte? Na gut. Ich weiß es nicht. Ach ja! Da fällt mir was ein jetzt. Yay. Erstmal kann man mit Leuten reden. Ein fremder Ritter. Das habe ich noch nicht gesehen. Aber wo kommt ihr her? Wahrscheinlich aus einem der Geheimgänge. Die gibt es jetzt überall. Selbst unsere Dächer sind nicht mehr sicher. Das ist ein total verrückter Bürgerkrieg. Was labert die? Großer Gott, ein Ritter! Ihr solltet euch nützlich machen, anstatt in den Straßen herumzulungern. Man kann nicht mehr ungestört im Wald spazieren gehen, ohne von Bienen angegriffen zu werden. Wenn die Ritter die Nester der Bienen im Wald zerstören würden, statt Krieg zu spielen, würde es uns allen viel besser gehen. Ha! Ich spiele keinen Krieg. Obwohl, ein Ein-Mann-Krieg vielleicht, aber mehr auch nicht. Also, als Krieg würde ich es zumindest nicht behaupten, wirklich. Ja. Ihr habt es richtig gesehen. Ein Schalter zu einem Gitter, wo ein Zauber ist. Ach, Hühner sind hier nur. Ich dachte, hier wäre noch mehr. Ah, na was? Guckst du wieder so tolles an? Geht weg! Geht weg! Ich will nicht mit einem fremden Ritter gesehen werden! Geht weg! Auch für schöne Umarmung. Los, komm her. Guten Tag, Ritter. Ich weiß, dass ihr meine Preise für übertrieben haltet. Aber es ist Krieg. Und merkt euch, kämpfen ist eure Sache. Die Waffen sind meine Sache. Zu eurer Information. Unsere Standardbolzen werden in Paketen zu je 30 verkauft. Die modernen Bolzen in Paketen zu je 15. Trefft eure Ware. Und noch ein Verkauf. Der gute Bürgerkrieg, Ritter. Mir geht's... Oh, da hat's kurz geleckt. Jo. Nun gut. Muss ja auch irgendwie in Halb auch vorkommen. Ob es mich voll stört. Na, was steht da? Monet zum Publikum. Das kann der dritte ordnen an, dass die Arbeiter des Laboratoriums ab sofort unter Arrest stehen. Bis sie auf das Friedensangebot des Königs eingehen. Das kann der dritte bedauert, dass die Alchemisten Wissen für kriegerische Zwecke nutzen, denn nur in einem dauerhaften Frieden kann dieses Wissen zum Wohl der Gemeinschaft genutzt werden. Jeder, der die Aufständischen in irgendeiner Weise unterstützt, wird einem Verhör unterzogen. Auch dass der Krieg bald beendet ist. Ja, jetzt ist da ein Zaun vor, wieder. Da kann man nur hier rumlaufen. Ja, wo waren denn die ganzen Knöpfe? Na, was mal? Ah! Sie belästigen eine Dame! Ah! Ich hasse die Ritter! Ich hasse den Krieg! Ah! Stöhn hier nicht so rum. Das ist ein Kinderspiel. Weil Schreien war es schon nicht mehr. Na. Monetium Polyphum. Taskan der Dritte ordnet an, dass alle Männer des Paktes tapfer und so lange unter Arrest stehen, bis sie ihre kriegerischen Absichten aufgegeben haben.
Tuscan der Dritte bedauert, dass sie in ihrem Streben nach Macht die öffentliche Ordnung und die Ruhe der Bürger schwer gestört haben. Jeder, der die Aufständischen in irgendeiner Weise unterstützt, wird einem verantwortungsvoll, auch dass der Krieg bald beendet ist. Ja. Das mit dem Unterstützen, bla bla, und beendet ist, ist eh derselbe Text immer wieder. Hey, 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 ein fremder Ritter. Was für eine Überraschung. Seh dich um. Wir befinden uns mitten in einem Bürgerkrieg und es sind keine Ritter in den Straßen. Der König lässt seine Feinde nicht heraus. Er hat sie im Park der Tapferen und im großen Labor eingesperrt. Da fällt mir ein, ich habe gestern Nacht einige Ritter auf den Dächern gesehen. Aber, ach, vergiss es. Niemand weiß mehr, warum der Krieg ausgebrochen ist. Er soll etwas mit einer Legende zu tun haben. Eines Tages soll ein schwarzer Ritter kommen, den Sohn des Königs demütigen und die Leute zwingen, unter seiner Tyrannei zu leben. Ha, so ein Unsinn. Was? Ich bin schuld an dem Bürgerkrieg. Ah. Ah, sieh mal einer an. Ein fremder Ritter. Ruhe! Wir werden ihn nicht verraten. Er ist ein Gast. Und die sind zurzeit ziemlich rar. Das ist wahr. Seitdem genehmigt sich fast niemand mehr ein Schlückchen unter Freunden. Ja, ja. Da sind nur wir. Du und ich. Tag für Tag. Und dein Gesicht fällt mir jetzt schon auf den Wecker. Das ist komisch. Sehr komisch. Hört nicht auf das, was meine Frau sagt, Ritter. Die lässt keine Gelegenheit aus. Naja, zur Abwechslung sollten wir vielleicht mal eine Partie Schnapp das Banner mit den Rittern spielen. Man sagt, dass Tuscan der Dritte immer noch die Standarte von Thoras besitzt. Die Armeen des Parks und des Labors würden sie nur zu gerne in die Finger kriegen. Das würde ihnen Respekt in der Bevölkerung verschaffen. Also, das genügt. Bringt diesen Fremden nicht auf dumme Ideen. Tritt näher, Ritter. Nein, ich möchte nicht näher treten. Reintreten vielleicht irgendwo. Ja, das wäre eine andere Sache. Nein. Oh, da ist ja noch ein Typ. Aber ich möchte den Knopf nur drücken, eigentlich. Ich weiß sogar, dass er irgendwas von wegen Clemenzi oder so labert. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an, weil ich muss hier einen Cut machen. Also ungefähr hier. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich bin euer MK Indiana Jones.